4.000 ermittelte straftatverdächtige Asylwerber stellt für Herrschaften der Roten, der Schwarzen und der Grünen Fraktion offenbar kein Problem. Bei uns sind die Gemeindebauten übereinsetzen sonst die rein. Die sind so frech mit uns, gell? Die Leute, was zu uns nach Österreich kommen, sollen sich anpassen und nicht wir an ihnen. Es gibt aber leider Gottes eine zweite Gruppe von Menschen, die zu uns gekommen sind, die nicht bereit sind, sich zu integrieren. Die nicht bereit sind, Deutsch zu lernen, die nicht bereit sind, zu arbeiten und dann glauben, unserem Sozialsystem auf der Tasche liegen zu können und es missbrauchen zu können und am Ende vielleicht sogar kriminell werden. Und da sage ich zur zweiten Gruppe, das ist eine unanständige Gruppe. Und ich differenziere zwischen anständigen Menschen und unanständigen Menschen. Und wenn jemand glaubt, unanständig sein zu müssen, dann ist er hier nicht erwünscht. Wir wollen keine Großmoschee. Wir wollen keinen radikalen Islamismus. Die Kriminalität in unserer Stadt ist dramatisch angestiegen. Ich finde es nervig, dass sie sich nicht anpassen können und irgendwie nur in einer Gruppe bleiben und nicht mit uns irgendwie Kontakt aufnehmen wollen. 0,5% der Asylwerber zur österreichischen Gesamtbevölkerung begehen 3% aller Verbrechen, sprich 6-mal mehr als Österreicher. Kein Problem, laut Koron und vernachlässigbar. Menschen aus sicheren Drittstaaten haben hier nicht als Asylwerber aufgenommen zu werden. Kennen uns zur deutschen Muttersprache, diese fordern wir auch. Im Grunde genommen das auch wahrnehmen kann, dass wir leider Gottes in Wien auch erleben müssen, dass es Parallel- und Gegengesellschaften gibt, dass es Schulklassen gibt in Wien mit 30 Kindern in einer Schulklasse, wo nur mehr ein, zwei österreichische Kinder sitzen. Also das hat mit Integration nichts mehr zu tun. Das sind quasi fast schon reine Ausländerklassen, die wir da erleben, wo nur mehr ein, zwei österreichische Kinder da drinnen sitzen, wo das Bildungsniveau dramatisch gesunken ist und die Integration gar nicht mehr funktioniert.